Ja, guten Abend Leute. Wir sind gerade noch mal bei einer Feierabendrunde sozusagen in der Lichten Gehti und haben uns ein bisschen vertan mit der Zeit und jetzt ist dunkel. Ich wollte nur kurz sagen, schön, dass die Bundesumweltministerin Herrn Nies und dem Niedersächsischen Landtag mal klar gesagt hat, was Sache ist, dass das überhaupt nicht geht, was sie da machen. Wir leben in keinem rechtsfreien Staat. Und ich kann auch nur Gesetze ändern, die mich betreffen, für die ich zuständig bin. Das, was ich seit Wochen schon immer wieder sage, ist einfach leider bei Herrn Nies und auch bei Herrn Frank Schmedeke, der sogar Herr Doktor ist, weil promoviert, wo man eigentlich glauben müsste. Die wissen, was Rechtsstaat bedeutet. Haben sie dem Landtag was aufgeschwatzt, wo vor 4 Jahren schon der wissenschaftlich-juristische Dienst des Landtages Niedersachsen festgestellt hat, das ist verfassungswidrig, der Wolf ins Jagdrecht geht nicht. Dass natürlich die Wolfsverordnung auch völlig rechtswidrig ist, wissen wir alle. Haben die auch schon gesagt und wir haben es aber auch der EU mitgeteilt und die prüfen die jetzt auch im Zuge dessen gleich mit, ob die Änderung von Lex Wolf überhaupt rechtmäßig ist, was sie natürlich nicht ist. Weil ich sag mal, das liegt auf der Hand, dass das alles nicht funktioniert. Aber die Krönung kam dann gestern, dass ein Wolf, wahrscheinlich aus dem Galsdorfer Rudel in Salzhausen am 16. Oktober, gefunden worden ist, weil er apathisch im Straßenseitenraum lief. Und da hieß es, der wäre möglicherweise ein Verkehrsunfallopfer. Die Amtsveterinär kam dazu und dann hat man entschieden, dass ein Polizist ihn erschießt. Wir wissen, Wölfe sind hart im Nehmen, da mussten wir schon alle ein bisschen schlucken. Den hätte man durchaus betäuben können und dann narkotisiert untersuchen. Und Bruch ist normalerweise kein weltbewegendes Ding. Wir haben oft genug wilde Wölfe, die gebrochene Beine haben und also eins natürlich nur und dann von den Rudelmitgliedern mitverpflegt werden und es dann einfach auch wieder hinkriegen nach einer gewissen Zeit. Gut, das ist hier dann in Berlin im Leibniz-Institut festgestellt worden, im IZW, dass der Bruch durch einen Schuss kam. Und jetzt hängen sich Olaf Lies und Damann Tanke, der Jägerpräsident, aus dem Fenster und verurteilen das. Dabei machen sie rechtswidrige Gesetze, wonach die Jäger die Wölfe schießen sollen. Wir wissen alle, dass diese Abschussgenehmigungen, die bisher im Raume waren, rechtswidrig sind. Das sind lediglich in Eilverfahren, in sogenannten summarischen Prüfungen festgestellt worden, dass für den Geschmack der Richter das nicht so ist. Aber im Hauptsacheverfahren habe ich gar keinen Zweifel, wird festgestellt, dass das alles rechtswidrig ist. Und das sind Geschichten, da fällt einem nichts mehr zu ein, wie man so scheinheilig sein kann. Wer er sich die Tabellen der Wolfsterritorien anschaut, der sieht alleine oben im Landkreis Uelzen, dass da 9 erwachsene Wölfe verschwunden sind. Die vor unseren Augen sozusagen verschwinden 3- bis 7-jährige erwachsene Wölfe, die Zeit ihres Lebens resident in ihrem Revier leben. Und man braucht noch weiter rüber gucken. Bisping Munster, seit 2018 etabliert. Der Name ist etabliert. Die Wölfe haben schon auch die Rüden 3-mal durchgewechselt und die 4 einmal. Und ja, Leute, wo landen die? Wer hat Waffen? Wer hat Waffen und schießt in der Natur? 3-mal dürft ihr raten. Und dann kommen die mit solchen Nummern und verurteilen das illegale Abschießen der Wölfe. Leute, wer illegale Gesetze verabschiedet, der soll nicht so tun, als ob das alles ihn tangiert. Der kratzt sie überhaupt nicht, ob dein Wolf mehr oder weniger weg ist. Das ist wirklich, also an Scheinheiligkeit nicht mehr zu überbieten, was Olaf Lies, SPD und Helmut Damank Tanke, CDU, da gerade abgelassen haben. Da muss ich wirklich sagen, dass sie sich schämen sollen. Die sollen wirklich, Olaf Lies muss jetzt endlich zurücktreten. Der hat alles, was den Wolf betrifft, ja nicht nur den Wolf, der hat wirklich alles an die Wand gefahren. Da nützt auch jetzt auf letzter Rille der Niedersächsische Weg nichts. Es ist einfach ein Trauerspiel, was sie hier den Weidetierhaltern und auch den die Jäger, die stehen ja mit einem Bein schon im Gefängnis. Ja, genau das ist der Punkt. Das müsste den Jägern jetzt auch langsam mal klar werden, wo Berlin ganz klar die Ansage gemacht hat, Wolf ins Jagdrecht geht sowieso nicht. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Das ist hier wie Urlaub. Die Palmen da hinten ist das Meer, da geht die Sonne unter. Wir sind jetzt hier gerade in Tansania, Dar es Salaam, deswegen ja auch Lichten Gehti anstatt Serengeti. Wir haben einfach unseren Spaß hier. Guck mal da im Dunkeln, da ist noch einer, könnt ihr den sehen? jo, wir machen uns jetzt auf den Rückweg. Oh, ist das geil.
Ey, deswegen leben wir hier, um diese Szenen hier zu genießen. Guckt euch diese Natur an.